Ja, für jeden also seinen persönlichen digitalen Assistenten. Clemens Gibitzky ist zu Gast. Er ist Professor für Social Media Marketing an der Cologne Business School. Herr Gibitzky, ist das ein Modell, was Ihnen gefallen würde? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Also ich meine, das Problem ist doch, das setzt sich ja nur durch, weil es eigentlich den Drang bedient, maximale Einfachheit zu haben. Und wenn ich gar nicht mehr überlegen muss, welche Taste muss ich dann drücken oder wie geht denn die und die Bedienungsanleitung, sondern ich sage einfach nur, was passiert. Deswegen sind diese digitalen Sprachassistenten ersetzen eigentlich, was wir heute als Apps haben oder Betriebssysteme. Wir sagen einfach nur und im Hintergrund machen diese Programme es möglich, dass es viel einfacher wird. Und das finde ich eigentlich eine tolle Entwicklung. Ohne Frage praktisch, wenn alles funktioniert. In Science-Fiction-Filmen kommt ja immer der Punkt, wo sich dann die Maschinen gegen ihre Erfinder wenden irgendwann. Ist das jetzt nur Hollywood oder steckt da vielleicht auch so ein kleiner wahrer Kern hinter? Naja, gut, künstliche Intelligenz ist schon, muss man schon mal gut überdenken, was da so passieren wird. Aber ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass die künstliche Intelligenz so intelligent wird, dass sie sich eben eigenständig machen wird. Aber man muss schon sagen, dass, also wenn ich zum Beispiel mit Programmierern rede, die sagen, ja, in 10 Jahren habe ich den Job nicht mehr. Wieso? Ja, weil dann den Code, den ich heute programmiere, den werden dann halt Maschinen selber programmieren. Aber wie weit das dann noch dauert, ob es nicht eher Horrorszenarien sind, also ich glaube eher, dass es ein Horrorszenario ist, was nicht eintritt. Bleiben wir in Hollywood bzw. in den USA. Die meisten Unternehmen, die gerade auch mit den sprachgesteuerten Computern Kasse machen wollen, die kommen eben aus den USA. Wie sieht es denn in Europa und vor allen Dingen in Deutschland aus? Wir hinken mächtig hinterher, oder? Ja, man muss das leider so klar sagen. Wir haben in Deutschland, also in ganz Europa, aber auch speziell in Deutschland, mit Vorstellungen, mit Angstvorstellungen, Datenschutzhysterie und so weiter, uns leider ins Ausgeschossen. Denn diese Unternehmen, die in unserem Alltag vor allen Dingen mit digital vernetzten Daten arbeiten, die kommen alle aus anderen Kontinenten, primär aus den USA. Und wir haben es einfach verschlafen. Wir haben gesagt, was könnte alles schiefgehen und das dürfen wir nicht. Und die rechtlichen Rahmenbedingungen von unserem Datenschutz bis Urheberrecht lassen hier einfach auch nicht zu, Dinge zu testen. Und diese Unternehmen, die Amazons und Googles und Facebooks, die testen Dinge aus, bieten sie den Menschen an und wenn die mitmachen, sagen, dann ist anscheinend der Vorteil größer als die möglichen Risiken. Und wir haben immer zuerst auf die Risiken geschaut mit dem Ergebnis, dass wir heute keinen Player von Weltrang in dem Bereich haben. Aber sind es denn vor allen Dingen die Daten und der Datenschutz, die uns da gehemmt haben? Ich würde sagen, ja. Also die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen ist das eine und sagen wir mal so ein bisschen Kulturpessimismus. Also eben, was könnte alles passieren? Das zusammen hat dazu geführt, dass man heute einem Startup, das irgendwie sagen würde, ich will mit vernetzten Daten arbeiten, dass die in anderen Gegenden viel bessere Bedingungen finden zu testen. Sowohl von den rechtlichen Rahmenbedingungen als auch von den Menschen her, die offener dafür sind. Okay, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, der Zug ist abgefahren, aber was könnten wir denn machen, um beim nächsten Zug dann mit dabei zu sein, wieder aufspringen zu können? Das, ja, die erste Hälfte der Digitalisierung haben wir da eben verloren, muss man so sagen. Wir haben also ganz tolle Unternehmen, die stellen tolle Autos, tolle Kühlschränke und so weiter her. Wir können jetzt versuchen, also wir müssen uns fragen, wie wir diese Geräte und diese tollen Produkte in einem digital vernetzten Zeitalter so nutzen, dass wir selber um datengestützte Modelle das Ganze anreichern. Also weg vom Physischen und mit den Daten arbeiten. Bisher überlassen wir das komplett den Amerikanern und das sollten wir nicht tun. Denn die Wertschöpfung wurde abgezogen. Clemens Gibitzky, vielen Dank bis hierher. Wir reden gleich weiter. Ja. Eine Folge der neuen technologischen Möglichkeiten ist die Datenflut, die anfällt. All die Likes, Fotos, Kommentare und Suchanfragen müssen ja irgendwo gespeichert werden. Also werden weltweit Rechenzentren ausgebaut, was das Zeug hält. Doch die Daten müssen auch transportiert werden, bei Bedarf von überall auf der Welt abgefragt werden können. Dazu braucht das Internet selbst immer größere Kapazitäten, mehrspurige Datenautobahnen entstehen. Zumindest hier ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Karl Harrenburg hat für uns den größten Knotenpunkt der Welt in Frankfurt am Main besucht. Thomas King, Manager des größten Internetknotenpunktes der Welt in Frankfurt am Main. Fast jede E-Mail, fast jedes Video, jede Information, die in Deutschland verschickt wird, fließt durch diese Kabel. Das Datenvolumen hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht. Das Durchlaufvolumen wird pro Sekunde in Terabyte gemessen. Zu Spitzenzeiten hat er 5,5 Terabyte pro Sekunde zu managen. Das heißt, man kann sich vorstellen, sitzen 1,2 Millionen Menschen zu Hause und konsumieren einen Videostream in HD-Qualität an ihrem Fernseher oder auf dem Mobilfunk-Smartphone.
Handy und das machen sie gleichzeitig. Und diese Datenmengen, die da zusammenkommen, die gehen hier pro Sekunde durch den DKIX Frankfurt. Mareike Jakobshagen. Ihr Arbeitgeber Interaction ist für den Aufbau von Rechenzentren am Internetknotenpunkt zuständig. Derzeit baut Interaction im Osthafen in Frankfurt am Main die Rechenleistung weiter aus, auf alten Industriebrachen, die noch preisgünstig zu haben sind. In der Bankenstadt laufen viele Glasfaserkabel zusammen, insbesondere nach Osteuropa und Richtung Asien. Am Frankfurter Knotenpunkt fließt sehr viel Geld in die Infrastruktur, zum Beispiel in diesen neuen Komplex. Die Investitionen liegen bei fast 100 Millionen Euro. Wir bauen jedes Jahr ein neues Rechenzentrum. Wir tun das vor allem deshalb, weil der Bedarf so groß ist und weil wir teilweise Rechenzentren schon halb vermietet haben, bevor wir sie eigentlich eröffnet haben. Ja. Rechenzentren sind Hochsicherheitstrakte. Es geht um sensible Daten, die geschützt werden müssen. In den klimatisierten Räumen wird nichts gespeichert. Die Daten werden rasant schnell weitergeleitet. Unvorstellbar viele Verbindungen aus aller Welt. Aber wie sicher sind diese Datenautobahnen? Wenn ein Internetknoten, ein großer Internetknoten ausfällt, dann würde das dafür sorgen, dass es vielleicht in der Region zu Beeinträchtigungen kommt. Also dass die Antwortzeiten ein bisschen größer sind zum Beispiel. Aber in Summe wird das Internet weltweit gesehen, wird trotzdem funktionieren. Und besonders zum Beispiel in den Kollegen in den USA würden von einem Ausfall in Europa so gut wie nichts mitbekommen. Maximilian Brandl entwirft Software, die die Digitalisierung der Industrie vorantreiben soll. Sein Auftraggeber, der Schaltkastenbauer Rittal, hat eine digitale Fabrik der Zukunft gebaut. Ein Schaufenster für Industrie 4.0. Ein Beispiel: Die Schaltkästen werden am Computer entworfen, die 3D-Grafiken anschließend über das Internet in die Produktion geschickt. Der Schaltkasten entsteht. Datenmengen, die ohne den Internetknoten nicht ankommen würden. Wir haben alle Voraussetzungen jetzt hier. Wir haben preiswerte Sensoren, wir haben Software, wir haben tolle Automatisierungskomponenten, wir haben Cloud-Applikationen, wir haben Telekom-Infrastruktur. Wir haben eigentlich alle Voraussetzungen jetzt, um wirklich den nächsten Quantensprung zu machen. Und ich spüre an allen Stellen, wie tolle neue Use Cases, neue Ideen entstehen. Industrie 4.0 wird dem Internetknotenpunkt von Thomas King einen erheblichen Schub geben. Hinzu kommen Datenmengen, die beim autonomen Fahren und beim Ausbau von virtuellen Welten entstehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche dieser Technologien genau das Rennen machen werden, aber ich kann Ihnen sagen, wir haben eine Zukunft vor uns, die sicherlich mehr Digitalisierung bringen wird. Immer größere Teile unseres Lebens und unserer Arbeitswelt werden durch diese Kabel in Frankfurt am Main fließen. Daten sind das Gold der Zukunft. Hier entsteht die Infrastruktur dazu. Ja, anders als das Gold werden die Daten allerdings stetig mehr. Clemens Gewitzki ist nach wie vor bei uns, geleitet durch den größten Knotenpunkt der Welt, eben in Frankfurt am Main. Das ist doch was, worauf Deutschland stolz sein kann, oder? Also es ist auf jeden Fall hilfreich. Und es ist natürlich wichtig, dass wir diese Datenflut, dass wenn wir an diesem Backbone da nah dran sind, also wenn wir da steuern können, haben wir da schon mal keinen Flaschenhals, der uns beim Ausbau der Infrastruktur im Rest hilft. Also zum Beispiel gerade mobile Datennetze und so weiter. Das Volumen geht ja immer weiter rauf. Und das ist schon mal wichtig zu haben. Und das hat sich auch eine große Serviceindustrie darum entwickelt. Also schon ein richtig wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber das Entscheidende wird ja noch sein, nicht nur wer hat die Infrastruktur, sondern was passiert in dieser Infrastruktur. Und da sind eben eigentlich deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen eben ganz hinten dran. Und immer das Thema Sicherheit, über das hier nun viel gesprochen wird, vor allen Dingen bei uns. Wie anfällig ist denn so ein Knotenpunkt, um gehackt zu werden zum Beispiel? Da werden schon natürlich ganz, ganz massive Anstrengungen unternommen, um das eben sicher zu machen. Nur wem eins muss uns klar sein. Je mehr wir in einer vernetzten Welt leben, in mehrere Richtungen gibt es, wir schaffen natürlich immer neue Risiken. Wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Das war aber in der Geschichte nie anders. Als Auto kam, mussten wir auch erstmal sichere Verkehrsregeln bauen. Wir mussten lernen, wie es geht. Und wir sind gerade in einem gigantischen Strukturwandel und da wird es eben auch Schwierigkeiten geben. Wir müssen halt möglichst schnell beherrschen, denn die Vorteile überwiegen die Nachteile und keiner wird das Rad mehr zurückdrehen wollen.
Die Frage ist ja nur, wie man das jetzt wirklich bewerkstelligt, weil Einmischung von außen, das scheint ja immer mehr zuzunehmen. Es gibt ja nun den Verdacht, dass sich die Russen in den US-Wahlkampf eingemischt haben. Ist es was, womit man künftig leben muss, oder kann man sich da wirklich effektiv schützen? Nein, ich glaube, man muss damit leben, also auch die Einmischung, aber man muss das eben ganz in einem längeren Kontext sehen. Es ist ja nicht so, dass Wahlmanipulationen, also wie sie da in den USA vorgeworfen werden, dass das früher nicht da war. Also wir hatten natürlich auch in Zeiten der klassischen Medien, hatten wir Parteien, die hatten Beteiligung an Medienhäuser, wir hatten politisch zusammengesetzte Gremien, da gab es ja natürlich genauso Beeinflussung. Nur jetzt kommt sie eben von einer neuen Seite, und wir werden damit einfach umgehen müssen. Das Tolle ist aber eben auch dieses ganze Thema Manipulation und Fake News und was wir da alle gerade haben. Es ist ja keine Einbahnstraße, es geht ja, es sind ja zwei Seiten der Medaille. Das heißt, wenn einer etwas Falsches zum Beispiel reinstellt, können wir auch so schnell wie niemals zuvor das Ganze eben entlarven. Okay, wenigstens mit einem optimistischen Blick in die Zukunft enden wir. Vielen Dank, Clemens Gubicki.